Hallo Leute, hallo Friends. Heute machen wir ein Review über die Schanz Agricola ATSM All-Terrain Survival Machete. Today we make a review about a very special knife, a combat machete, the ATSM, the All-Terrain Survival Machete, done by Jürgen Schanz and designed by Christian Agricola. Jürgen Schanz is a very well-known knife maker in Germany. He has very good skills and is one of the best we have here in the land. The machete is done for survival in the urban and in the outdoors, in the nature, and has special features. And today we want to make a hard test to this big knife. Ich möchte heute diese All-Terrain Machete, die ist für Survival gedacht, sowohl im urban als auch im naturellen Umgebungsfeld, wollen wir einen Test machen. Sie ist aus SB1 Stahl, Stärke 3 mm, gehärtet auf 61 Rockwell, Biton Leinenmikada, schwarz-grau, tiefe Grooves. Hier ein funktioneller Haken, dessen Funktion während des Videos gezeigt wird. I show you the function of this during the video. It has 3 mm thickness, that's an eighth of an inch. It's SB1, it's a special steel. You can get here in Germany, it's hardened to 61 Rockwell HRC. Okay, have much fun with the video now. So, wir wiegen es erstmal in Gramm. Genau 690 Gramm. 690 Gramm. Jetzt tun wir es mal in Pfund und Ounces messen. Now we have a look at pound and ounces. That's 1 pound and 8.4 ounces. Okay, that's not too heavy, that's not too lightweight for such a big knife. I think we'll do a good job. Zuerst machen wir mal einen Schärfetest der Spitze. Es hat einen balligen Anschliff auf 0. It has a convex edge down to 0. That's very sharp and very stable. Just we want to see how sharp the tip is. I will do it without any pressure. Ich mache es ohne Druck. Just hold it with 2 fingers. Like no pressure. Kein Druck. So. Wie man sieht, astreiner Schnitt. Ohne Druck. Das heißt, das ist schweinescharf, das Teil. It is very, very sharp. This is a very thin paper. It's like from a newspaper. Ja, it's extreme sharp. Sehr, sehr scharf. Das kommt so von Herrn Schanz. Die Firma Schanz ist sehr erfahren in Schleife von Messern und anderen Klingen. Das merkt man hier schon sehr gut. Die Arbeit ist sehr gut gemacht. So, jetzt wollen wir mal weitermachen. So, versuchen wir, steht jetzt ein freihängendes Seil. Try it once again. So, noch einmal. Gut, benötigt 2 Hiebe, aber doch sehr scharf. Es ist ein sehr dickes Seil. Es hat 35 mm. A 35 mm piece of very strong rope. But done the job very good. Hier haben wir ein Stück Holz, 5 auf 5 cm. That's a piece of wood, 2x2. And try to chop it. Oops. Sorry. So. Sehr große Bisse. You really take big bites. Oh, that's too easy. That's really easy. Es geht sehr einfach. Also, ob
braucht fast Kraft, fast keine Kraft, weil man sehr guten Schwung hat mit dem Gewicht der Machete, weil ich das Gewicht der Machete für sich arbeiten lassen kann. Geht sehr gut. So, jetzt versuchen wir mal ein richtig großes Kaliber. Now that's a big bore. This is a 4x4 inch around piece of wood. Very hard and dry. Ein sehr hartes und trockenes Stück Holz. 10 cm Durchmesser. Versuchen wir das mal zu hacken. Man sieht schon hier, dass man sehr, sehr tiefe Schnitte reinkriegt. Und das ist ein extrem hartes Holz, weil es sehr, sehr trocken ist. It's extremely hard because it's extremely dry. But you see, it goes very fast. Es ist unglaublich, wie schnell man hier so tiefe Schatten rauskriegt. Unbelievable fastest machete, and it's nearly no effort because the good weight and the good swing of this machete works nearly by itself. Die hohe Schärfe, the very high sharpness also is a good feature on this machete. Convex grind. Very good job. It was very fast and easy. Geht sehr schnell und einfach. Der Kraftaufwand ist vergleichsweise gering im Vergleich zum Beispiel mit einem 9 Zoll Haumesser. If you compare it to a 9-inch blade for chopping or batoning, you need much less effort with something like this. Because you have a very, very easy to chop with such a weight. It's kind of like a bowl of machete. So, weiter mit Schneidetests. Ja, geht sehr gut. Versuchen wir mal zu hacken. So, jetzt nehmen wir mal die Schneide. Die ist geformt wie die einer kleinen Camp-Axt. It's like a small Camp-Axt or a hatchet. And I can hold it like this. And now I can use it like a small camp axe. Very good so far. Well, like I told before, wie ich vorher schon gesagt habe, kann man es auch wie eine kleine camp axe benutzen. You also can use it like a hatchet. So the angle of this convex convex blade has a light angle forward. It's not completely parallel to the axis of the knife. Die Schneide hier im Winkel ist leicht vorgeneigt, um bessere Hackergebnisse, bessere Hackergonomie zu erzielen. Sie ist nicht ganz exakt zur Achse des Messers, nicht ganz parallel. Diese leichte Vorneigung soll ein Hacken, ähnlich wie bei einer Hatchet, wie bei einer kleinen Camp-Axt, ermöglichen. Der Haken übrigens stört überhaupt nicht, hat mich auch vorne nicht gestört. Die Sache ist, wenn man jetzt hier aufkommt, dann drückt es den Haken eigentlich weg von der Hand. Na, ich komme so auf und dann drückt es natürlich die Schneide nach oben und den Haken nach unten weg. Also Gefahr da ranzukommen ist eigentlich nicht gegeben. Zumal man aus der Körpermitte heraushackt und dann der Haken etwas zur Seite, also zur Körpermitte hinsteht und nicht zur Handwurzel hin.
So, dann versuchen wir jetzt mal etwas zu hacken. Mal kurz zur Demonstration. Man schont natürlich dadurch die Hauptschneide. Wow, it was very easy. It's really like a camp axe. Like a hatchet, it's much more better. Look how easy. It's extreme sharp. Yeah, like it. Mag ich. And no damage to the edge so far. Not to the blade, not to the edge. Keine Beschädigungen, keine Chips, keine Dents. Auch vorne nicht durch das extrem harte, trockene Rundholz. Ihr habt ja gesehen, als ich das Rundholz gehackt habe, wie extrem hart es ist. Anhand der Form der Splitter und der Einschnitte. Das war also wirklich kein frisches, einfach zu schlagendes Buchenholz, sondern das war ein richtig trockener Rundbengel, der sehr schwer zu hacken ist. Wir können nachher mal noch ein frisches Rundholz schlagen, das seht ihr, dass es viel einfacher geht. Die Schnitte natürlich aufgrund der Nässe eines frisch geschlagenen Holzes viel tiefer gehen. Aber wir wollen ja einen harten Test machen, deswegen hatte ich dann sehr trockenes Rundholz genommen oder auch gerade jetzt das Vierkantholz. Und wie ihr seht, es macht der Schneide gar nichts. Trotz ihrer 61 HRC, was eher unüblich ist für ein Haumesser, aber der SB1 hält sich sehr gut. Ich habe auch eine gute Flexibilität, wie ihr seht. Also ich muss schon ordentlich drücken, aber es ist flexible, it has a good flexibility. I have to use a lot of force to flex it, but you see, it's not too stiff. Despite the 61 HRC, it has a good flexibility, which I like with machetes. Okay, let's go on. So, jetzt möchten wir ein bisschen spalten, ein bisschen ein paar Toning machen. Unbedingt wichtig für ein großes Haumesser, dass man gut betonen damit kann. Deswegen ist hier die Hohlkehle so geformt, weil das Schlagholz eigentlich immer zur Mitte hin leitet. Okay. Fangen wir mit einem einfachen Stück an. Let's start with the easy one. Yeah, that's easy. Das seht ihr, dadurch, dass es hier so geformt ist, wird das Schlagholz zum Schlag gut hingeführt, also zur Mitte hin, nicht wie bei einer Gerade, wo man auch nach vorne wegrutscht. Ja, das ist auch so ein Vorteil dieser geschwungenen konkaven Einbuchtung auf dem Spine. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und was ihr in der Praxis merkt, funktioniert das ganz gut. Geht einwandfrei, ohne Mühen. Ein anderes Stück Holz nehmen. Hopp. Ja, kann man nicht meckern, ne? It was very good, very fast. No problem. Another good feature, ein weiteres gutes Feature an diesem Machete ist die Form des Griffes. Man hat hier sehr guten Halt, auch durch diesen sehr tiefen Grooves, very deep grooves, and you have a very good grip. You cannot lose a machete by swinging it, even if you have a loose grip, selbst bei einem lockeren Griff. Yeah. It's very good. You cannot lose it, you cannot slip away from it. It's no problem. And you won't hurt yourself with this because you cannot come with this. It's nearly impossible. Very good grip here. I will lose grip by swinging it real fast. Really secure grip. Ein sehr sicherer Griff. Here is it's like a stump ramp, hier eine Daumenrampe, wo man guten Griff hat. Hier grip forward, ihr könnt vorwärts greifen und könnt jetzt hier gut schnitzen. Das probieren wir gerade mal aus. Just try it, carve a bit. And use a short grip, in einen kurzen Griff. Ja, ist ungeheuer scharf, das Teil. Das ist eine wahre Freude. Oder mal, was ich da für Fetze weghau.
ist wirklich einfach eine Freude, wenn ein Messer so scharf ist und so gut in der Hand liegt und so einfach und mühelos damit arbeiten kann. It's a fun, and I really enjoy to use a knife which is very sharp and very good in the hand, because the work goes very easy with a minimum of force. You don't have to use a lot of force, which is a good thing if you are several hours in the outdoors and have to do your firewood or whatever. Okay. Ah, mal kurzer Blick noch aufs Schanz-Logo. That's from the knife maker, Jürgen Schanz. This is completely handmade, this knife. It's a unique one. I love it. Das Finish wurde übrigens so gemacht, dass es mit einer leichten Schwefelsäurelösung geätzt und dann mit einem Mattierband geschliffen. Ja. Okay. Jobs for one head. Perfekt. Sehr gut. Schauen wir mal. Das ist ein gutes Testfeature passiert. Erstens mal, first, it worked. I can see. Das ist durch. Und was ihr jetzt seht, ich kam mit der Klinge in den Stein rein. I get with the blade into the stone plate. Let's have a look at the stone plate and let's have a look to the blade. Hier. Schauen wir uns mal die Steinplatte an. Sieht das? Seht das? Hier bin ich mit dem Messer rein. Jetzt schauen wir uns die Klinge an. Und zu unserem Erstaunen, like you can see, just a moment, has nearly no damage. Da ist quasi keine Beschädigung. Nur den Schneidgrad hat es ein leicht wenig umgelegt, wie ihr seht. Keine Dents, keine Chips, no dents. After hitting with full power a stone plate. Accidentally. Aus Versehen, das war ja keine Absicht, dass ich jetzt eine Steinplatte reinhaue. Aber so sind wir jetzt durch Zufall zu einem weiteren guten Testpunkt gekommen, nämlich wie verhält sich so eine Schneide, wenn sie in eine Steinplatte reingejagt wird mit voller Power. Na, ich habe gesehen, die Plastikflasche hat es gut abrasiert und danach hier in den Stein rein. Und das ist eine Steinplatte, das ist kein Gummi. That's not rubber, that's stone. Very good. Let's go on with the test. Also, wie ihr gesehen habt, durch einen kleinen Testunfall, der aber zum interessanten Ergebnis geführt hat, ist es dazu gekommen, dass der Schneidgrad, das ist jetzt immer noch ganz minimal umgelegt ist hier, ein bisschen dreckig, aber keine Ausbrüche, keine Dents, was fast unglaublich ist. Weil, wie gesagt, spult nochmal zurück und guckt euch das nochmal an, mit welcher Wucht ich da auf die Flasche und in den Stein reinhau. Also da wäre ein anderes Messer ganz klar gebrochen oder gechippt, da braucht man nicht drüber reden, das ist so. Also, Kompliment an die Leistung von Jürgen Schanz. Nicht nur was die Härtung angeht, sondern auch den Anschliffswinkel, weil offensichtlich sehr, sehr tough. Ich versuche jetzt mit dem Arkansas den Grad wieder aufzustellen, wieder etwas zu richten. I just try to correct it with this little stone, an Arkansas stone. And schauen wir uns mal, Entschuldigung, das ist ein belgischer Brocke, ja. Schauen wir mal, ob wir das wieder recht easy hinkriegen, was ich denke. Bis gleich. Circa 2 bis 3 Minuten habe ich jetzt den Grad wieder etwas gerichtet. Man sieht noch ganz leichte Spuren, aber ist wieder einsatzbereit. Okay. Weiter geht's.
some work is to be done. So, schauen wir mal, was die Spitze ab kann. Jetzt traue ich dem Messer natürlich eine Menge zu nach dem versehentlichen Betonplatte-Hau. So. Mal hier reinschneide den Scheiß. So. See? That's very good. Und sieht sie mir an. Das sind Kratzer, aber keine Beschädigung. Some scratches, but no damage to the tip. That's just color. Also very tough. Very good tip. Let's go on a bit. Ah, see? Okay. I can see no damage. Ich kann keine Beschädigung feststellen. Die hinteren drei sind jetzt die Schnitte davon. Schauen wir uns gerade mal an. Not bad. Nicht schlecht, oder? Nicht mit dem Hammer reingehämmert, sondern direkt drauf. Gut, und die Schneide hält durch. Dafür ist natürlich so eine harte Schneide mit 61 HC gut geeignet. Die lässt sich nicht so schnell verformen oder eindelle oder eindenten. With 61 HRC, it's easy to do this, because it's not such a weak blade. It's very hard, very tough. Keeps up a good time. Okay. So, zwischendrin nochmal ein kurzer Schärfetest, wie es mittlerweile aussieht. A little sharpness test between. Yeah, it's still sharp, like you can see, after all the abuse, nach allem Missbrauch. Leute, das Ding schneidet so ein lappriger Karton wie nix. Kann man wohl nicht meckern. Jetzt mal die Rückenschneide. Now this edge. Also good. Yeah. Still works fine. Okay, that's good. Ein paar Spitzetests mehr. 0,6 mm Stahlblech. Let's have a look to the tip and to the blade, to the edge. Nix. Keine Dents, keine Chips. No chips and no dents. Still in perfect condition. That's nice. All right. So, what we got now here is a little Nano Striker, the Exotech, little fire steel, ein kleiner Feuerstahl. Nano Striker von Exotech, verkauft übrigens Beiser bei uns im Tactical Forum. Und das ist einer der Anwendungen für hinter den Hook. For this hook, this is one of the features. It's slightly sharpened and you can rub your fire steel with it. For instance, so, ihr könnt damit beispielsweise den Feuerstahl reiben, ja, und die Hauptschneide schonen. Ne? That goes very good, very easy. So you can save your main blade for more important work. So, this is one feature. Now also you can, this is a combat machete. This is for non-lethal strokes against an enemy. Also you can use it for this, for strokes, power strokes, yeah. Or for tears. That's like a claw from a rapture. Ja, das ist wie eine Raubtierklaue. Ihr könnt damit auch Risse oder im Kampf nicht tödliche Schläge bei der Verteidigung einsetzen. Natürlich auch als Glasbrecher einzusetzen. Oder um Rille in Stöcke zu machen, wenn ihr Kleintierfalle baut im Survival. Ja, dafür ist dieser Hook gedacht. Unter anderem, man kann damit Kartons aufreißen, Plane, Plastikplane und so weiter. Einfach eine Möglichkeit, die Hauptschneide nochmal zu schonen. Hauptsächlich ist es bei mir für den Feuerstahl zum Reiben. That's just some hazel. That's easy of course. Das ist natürlich leicht. Haselnuss.
13 Bläsen. Look at this. Hör das an. Sauberer Schnitt wie mit Rasierklinge. Super. Und wirklich, man spürt kaum einen Widerstand mit dieser Machete. Man braucht auch kaum Kraft. Take really deep bites. Nimmt richtig tiefe Bisse. Hat auch richtig Spaß mit dem Teil. Ja Leute, zum Abschluss bleibt zu sagen, ich könnte mit dieser Machete ewig so weitermachen. Es macht einfach Spaß, mit so einem scharfen und toughen Tool zu arbeiten. Und wir haben gesehen, trotz des kleinen Testunfalls in die Steinplatte, das Ding schneidet Karton nach einer kurzen Aufstellung des Grats wieder. Ich hau Haselnussstecke dadurch wie nix. Es ist ein sehr nützliches Tool für den Kampf und als Werkzeug im Urban und im Outdoor Survival. Also mit 690 Gramm noch angenehm zu tragen. Es hat eine gute Balance, lässt sich sehr schnell und leicht schwingen. Und ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Schanz. Der Härtungsjob und die Geometrie der Schneide, alles perfekt. Hält gut durch, chippt nicht, dendet nicht. Die 61 HRC hindern überhaupt nicht an der Funktion, ganz im Gegenteil. Ich denke, die sind dafür auch verantwortlich, dass der Schlag in Stein überlebt wurde. Und man sieht, sowas kann ja dann wirklich mal draußen passieren. Und dann ist man zufrieden, wenn das Werkzeug immer noch funktioniert und nicht kaputt ist. Also von mir 10 von 10 Punkte. I really like this knife. It holds up very good and is very sharp, very usable as a combat tool, as a tool itself for the bushcraft, for the urban survival and also for fighting, for defense, for self-defense if you need it. Jürgen Schanz, the German knife maker, did a very good job on this. And it's my design, I like it of course, and I hope you enjoyed my video. Have a nice day. Thank you for watching your BFG. Bye.